Wir werden jetzt also mit der Kreativitätsphase beginnen. Und damit wir diese Ideen möglichst wertungsfrei sammeln, werdet ihr jetzt von mir alle einen Zettel bekommen, auf dem ihr eure eigene Idee notiert, wie wir unser Problem mit den Hausaufgaben am besten lösen können. Schreibt einfach auf, was euch gerade in den Sinn kommt. Erstsemestrige Studentinnen des Masterstudienganges Bildungswissenschaften präsentieren ihre Gruppenarbeiten in der Lernwerkstatt EduSpaces. In dem eigens dafür adaptierten Raum können sie ihr theoretisches Wissen anhand praktischer Übungen überprüfen. Eine simulierte Unterrichtssituation. Gut, dann hätten wir also in dieser Kreativitätsphase die Ideen gesammelt und wir werden sie dann in der späteren Phase gemeinsam auswerten. Es ging darum, Unterrichtsmethoden vorzustellen, die die Studierenden jetzt noch nicht aus ihrer eigenen Schulzeit kennen. Die sind auch alles Erstsemester, also ganz neu dabei. Und das ist ein wichtiger Anreger, glaube ich, auch für weitere Studien, einfach zu wissen, es gibt unterschiedliche Methoden. Was kann ich damit bewirken? Zu welchem Zweck setze ich die ein? Und passen die auch zu mir als zukünftige Lehrerin? Darüber hinaus verfolge ich auch noch ein weiteres Ziel, nämlich die Studierenden und Studentinnen waren es ja in diesem Falle, und das sind sie auch überwiegend in den Bildungswissenschaften, wirklich fast zu zwingen, sich nach vorne zu stellen, sichtbar zu werden, etwas zu präsentieren, auch aus dem eigenen Schülerinnenverhalten rauszukommen. An der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen wurden im Wintersemester 4 Forschungslabore und Lernwerkstätten eingerichtet. Primäres Ziel für die kommenden Jahre ist es, eine neue Lehr- und Lernkultur in Südtirols Volksschulen zu etablieren. Dahinter steht der Gedanke, Lehrer auszubilden, die bereits während ihres Studiums praktische Erfahrungen sammeln können und die Möglichkeit bekommen, sich mit neuen Materialien, Instrumenten und Techniken zu konfrontieren, um am Ende in der Klasse eine Auswahl treffen zu können, welche methodologischen und didaktischen Instrumente sie einsetzen wollen. Aber es geht auch um die Art der Zusammenarbeit mit den Eltern, mit den Berufskollegen und um das Bewusstsein der Eigenverantwortung. Denn das ist die Grundlage für eine neue Schule, die eine einheitliche Unterrichtspraxis kennt, in der ein gemeinschaftlicher Dialog geführt wird, die aber auch für weitere Veränderungen und Entwicklungen offen steht. Die zentrale Frage dabei ist, wie es Lehrerinnen und Lehrer schaffen, den Unterricht so ansprechend zu gestalten, dass sie selbst mit Freude und Genugtuung ihre Arbeit tun. Für Professorin Ulrike Stadler-Altmann gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, welche Lehrerinnen und Lehrer im täglichen Unterricht anwenden können, wie der Besuch an der Volksschule in Milland bei Brixen zeigt. Wir haben eine Veränderung von Lernumgebungen gesehen. In der Grundschule haben Sie schon in der Einrichtung, vielleicht auch im Vergleich zu Ihrer eigenen Schulleitung gesehen, dass es ganz anders geworden ist. Es ist viel freundlicher, eher familiärer, auch kindgerechter gestaltet, dennoch mit dem klaren Ziel, Lernen und Lehren auch zu ermöglichen. Also eher der Blick auf die, wie kann ich durch eine vorbereitete Lernumgebung tatsächlich Kinder mehr motivieren, mehr einbinden in ihr Lerngeschehen, auch verantwortlich machen. Und wir haben ja auch gesehen, wie die Schüler und Schülerinnen sehr schnell die Tische umstellen, verschiedene Sozialformen gut beherrschen und da auch wirklich Spaß dran haben und mir es quasi so als Außenstehende auch gerne erläutert haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Kinder ihre Umgebung zu eigen machen, da ihre Heimat finden und dann tatsächlich da auch erfolgreich lernen können. Auf ihre ganz eigenen Weisen und auch mit unterschiedlichem Rhythmus. Also, ihr übernehmt jetzt die Rolle der Kinder und wir stellen jetzt die Stationen vor. Hier findet ihr ein Erklärungsblatt zur ersten Station. Dann hier findet ihr das Arbeitsblatt, auf dem ihr die Spuren im Schnee mit den Tieren verbinden müsst. Und wenn ihr damit fertig seid, habt ihr hier ein Lösungsblatt, wo ihr dann kontrollieren könnt. An der Universität in Brixen lernen Studierende, jedes Kind als Individuum zu erkennen, auf dessen Bedürfnisse einzugehen, es dort abzuholen, wo es in seiner Entwicklung gerade steht und es am Unterricht adäquat zu beteiligen. Am Ende des Studiums sollten angehende Lehrerinnen unter anderem die Fähigkeit der Selbstkontrolle besitzen. Eine reflexive Haltung zum eigenen Tun. Also immer wieder nachzufragen, was habe ich heute in dieser Stunde mit meinen Schülerinnen und Schülern gemacht, wie will ich daran anschließen und mit dem Blick auf die Kinder auch zu überlegen, wie kann ich sie befähigen,
selbst aktiv zu werden, selbstreguliert auch zu lernen, also dieses selbstbestimmte Lernen in den Mittelpunkt zu stellen. Als Handwerkzeug brauche ich ein Methodenrepertoire, deswegen die Übung zu den Unterrichtsmethoden. Ich muss auch wissen, wo finde ich Anregungen an Methoden. Also ich zeige entsprechend wissenschaftlich aufbereitete Internetseiten beispielsweise. Nicht jede ist gut, aber das wird auch diskutiert in dem Rahmen. Und auch zu überlegen, was ist denn tatsächlich kindgerecht, altersgemäß. Ich muss was über Entwicklungspsychologie wissen. Was kann ich in welchem Alter voraussetzen, erwarten, aber dann eben auch fördern und unterstützen. L'idea è quella di formare un insegnante capace di essere un insegnante inclusivo. Der zugrunde liegende Gedanke besteht darin, Lehrende auszubilden, die umfassend gebildet, mehrsprachig und auf ihre Art herausragend sind, auch im europäischen Vergleich. Wobei ihr Bezugspunkt immer das Umfeld sein sollte. Es gibt hier drei Sprachgruppen mit einer eigenen Tradition. Es gibt die Europaregion und die Verbindung zwischen Innsbruck, Bozen und Trient, aber auch darüber hinaus die europäische Ebene. Damit die Lehr- und Lernmethoden aus dem 19. Jahrhundert wirklich nur mehr im Museum zu finden sind.